MS Amadea macht sich auf den Weg zu einer besonderen Reise. Und das nicht nur, weil es zu den Metropolen am Ärmelkanal geht, sondern auch, weil die gesamte Besatzung nach anderthalb Jahren Corona-bedingter Wartezeit wieder Phoenix-Gäste begrüßen darf. Die erste Reise mit MS Amadea startet heute in Bremerhaven. Endlich nimmt unser Flaggschiff nach der Werftzeit wieder Fahrt auf und wir sind alle voller Emotionen. Und dann heißt es Leinen los. Kapitän Robert Frohnenbrück manövriert MS Amadea bei blauem Himmel aus dem Hafen und nicht nur der neu angestrichene Schornstein strahlt. Die gesamte Crew freut sich über seine Besucher und hat seit der Werft Anfang September 2021 darauf hingefiebert, wieder in See zu stechen und Urlauberherzen höher schlagen zu lassen. Alle Mitarbeiter an Bord sind voller Euphorie über den Neustart von MS Amadea. Wir haben einfach nur genossen, wie das Schiff durch die Wellen gefahren ist. Es war toll. Jeder Einzelne, auch oben auf der Brücke, wenn ich dann oben auf der Brücke stehe, jeder ist einfach nur gebannt davon, dass das Schiff sich wieder über die Weltmeere bewegt. Es ist toll. Trotz langer Auszeit und enormen pandemiebedingten Hürden hat Phoenix Reisen zusammen mit der Reederei BSM das Projekt Amadea Verschönerung durchgezogen, um den Stammgästen und Freunden des Schiffes, aber auch allen TV-Traumschiff-Fans noch mehr Gründe für viele neue Reisen zu geben. Und so wurde MS Amadea in der zweimonatigen Werftzeit gehegt, gepflegt und für ihre erste Reise vorbereitet. Am augenfälligsten ist der neue Teppich, der auf dem gesamten Schiff verlegt wurde, in allen öffentlichen Bereichen, sprich in den Passagierkorridoren, im Rezeptionsbereich. Überall liegt dieser wunderbare neue blaue Teppich im Zusammenspiel dann auch an der Rezeption mit der neuen Wand, die dort gestrichen wurde. Das ist das augenfälligste. Es gibt andere Bereiche, Harry's Bar zum Beispiel, die sieht zwar im ersten Moment so aus wie früher, aber alle Möbel wurden komplett neu bezogen und mühevolle Handarbeit. Das Restaurant für Jahreszeiten, alle Stühle wurden neu gemacht, die Stuhlbeine wurden neu abgeschliffen, neu lasiert, der Teppich wurde erneuert, auch im Amadea Restaurant alles neu aufgepolstert. Es ist einfach nur schön. Besonders gelungen ist auch die neue Vista Lounge, worüber ich mehr von Hoteldirektor Marc Hermes erfahre. Er hat die Umbauarbeiten in der Werft mit Spannung mitverfolgt und plant hier oben schon mit Freude die nächsten Events. Die Vista Lounge wird zu meiner Lieblingslocation, weil wir haben hier komplett neue Panoramafenster eingebaut, was jetzt dem Gast ermöglicht, vielleicht an einem Seetag sich auszuruhen und einfach mal den Tag auf See zu genießen. So ist MS Amadea in der Damenwerft in Amsterdam noch moderner geworden. Und das kommt auch bei den Gästen richtig gut an. Alles so offen und so viel Platz und so viel Licht. Das ist wirklich schön. Gemacht worden ist fantastisch. Gefällt uns sehr gut. Und es wird nicht die letzte Reise mit Phoenix gewesen sein. Ich fühle mich hier sehr wohl. Das ganze Ambiente ist wunderbar. Und ja, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Dafür hat sich doch die viele Arbeit gelohnt. Die Gäste honorieren die wochenlangen Umbauten und werden es hoffentlich in Form von vielen Reisebuchungen zurückgeben. Denn trotz der Pandemie war es wichtig und notwendig, weiter voranzugehen. Neben den visuellen Verschönerungen im Hotel- und Gästebereich stehen in Hinblick auf Modernisierungen natürlich auch ganz klar der Umweltaspekt im Fokus. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Der Schutz der Umwelt und die Reduzierung unseres CO2-Fußabdrucks liegen uns besonders am Herzen. Dafür hat Phoenix Reisen zusammen mit den Reedereien schon immer sehr viel getan. Um Ihnen hier einen Einblick zu geben, bin ich gleich mit Kapitän Robert Frohnenbrück auf der Brücke verabredet. Wir wollen eine Runde durch den Maschinenraum drehen. Persönlich habe ich ihn zwar noch nicht getroffen, kenne den beliebten ARD-Serienkapitän aber natürlich aus dem Fernsehen. Und so folge ich mit Freude seiner Einladung und lasse mir die Brücke genauer zeigen. Hier oben fand ebenfalls eine Modernisierung der technischen Anlagen statt. Die ganze Welt ist
sensitiv, wenn es um Umweltsachen geht. Phoenix investiert so viel Geld auch in die Schiffe, um das technisch zu erneuern und die Schiffe immer fertig zu haben, was die Zukunft bringen soll. Man hat NOx und SOx, wie man das sagt. Das sind eigentlich die schwere Metalle, die in die Rauch stecken. Die kann man daraus filteren. En dat wordt dan, moest man zeggen, een ganz saubere Luft nach draußen gehen. So, das ist wirklich ein Schritt in die richtige Richtung. Darüber möchte ich mehr erfahren und wir machen uns auf den Weg in den Bauch des Schiffes. Das Flaggschiff von Phoenix Reisen durchlief eine sogenannte Trockendockung und wurde dabei technisch auf ein höheres Umweltlevel gebracht. So wurden in der Werft unter anderem die Hauptmaschinenabgasfilter der jüngsten Generation eingebaut. Außerdem besitzt MS Amadea nun modernste Hilfsgeneratoren mit neuester Abgastechnik und Energieeffizienz. Alles in allem wurden über 20 Millionen Euro in die Hand genommen. Nicht zuletzt wurde auch in die Modernisierung der Sicherheitseinrichtungen, wie beispielsweise der Feuerlöschanlage im Maschinenraum, investiert. Zusätzlich wurde ein Landstromanschluss für die externe Stromversorgung während der Liegezeiten eingebaut. So ist MS Amadea nun für die Zukunft gewappnet. Für noch mehr Hygiene an Bord wurden außerdem an zahlreichen Stellen Luftreiniger installiert. Auch die Klimaanlage wurde überarbeitet. In den neu verlegten Rohren wurden hochmoderne Filteranlagen mit UV-Licht eingebaut, um sämtliche Keime, Bakterien und Viren aus der Luft herauszufiltern. Ich bin zurück im Passagierbereich und hier wurden in den letzten Wochen über 3000 LED-Leuchtmittel im Innen- und Außenbereich installiert für noch mehr Energieeffizienz. Dabei haben sich über 50 Elektriker in den letzten Wochen um ein neues Beleuchtungskonzept gekümmert. Diverse Bereiche wurden umgebaut. Auch 135 Kabinen von Deck 6 bis 9 wurden renoviert. Ein Blick in die Zukunft zeigt diese ganz besonders gelungene Goldsuite. Es soll ein Vorgeschmack auf die kommenden Jahre des modernen Reiseerlebnisses sein. Sie überzeugt mit einem schicken maritimen Farbkonzept und durch unglaublich viel Schrank und Stauraum. Ein technisches Highlight sind die kabellosen Handyladestationen, eine tragbare Musikbox und zwei versenkbare Fernseher. Außerdem wurden zahlreiche neue Balkontüren und Fenster eingebaut, um MS Amadea ebenso von außen hübsch aussehen zu lassen. Auch die Deckbeplankung und diverse Teakholzbereiche außen und innen wurden überarbeitet und erstrahlen nun im frischen Glanz. Auf allen Decks wurde ein neues, leistungsstärkeres Wi-Fi-System installiert, um die digitale Erreichbarkeit noch schneller zu ermöglichen. Angekommen in der Hauptküche fanden auch hier umfangreiche Modernisierungen statt. Das Phoenix-Flaggschiff besitzt ab sofort eine nagelneue Biodigester-Anlage zur Reduzierung von Lebensmittelabfällen. Und damit nicht genug, erzählt Flottenküchenchef Fritz Pichler. Also in der Werft haben wir in der Küche einiges neu gekriegt, also nicht jetzt riesengroße Umbauen, aber für mich sehr, sehr wichtige Sachen. Neue Öfen, neue Kühlschränke, Überholung aller Geräte, neue Schneidemaschinen, ja, also das, was für uns natürlich sehr, sehr wichtig ist, ja, also jetzt die Kesselstation wurde überholt auch, ja, also wir sind jetzt losgefahren mit 100%, was die Technik angeht, in der Küche alles perfekt. Denn die Vorbereitungen auf das anstehende Weihnachtsfest an Bord laufen schon auf Hochtouren. Und auch beim neuen Fahrplan ist für jeden Geschmack etwas dabei. Die Amadea, sie begibt sich zunächst, genauso wie die anderen Schiffe, auf eine Weihnachts- und Silvesterreise. Alle drei Schiffe sind auf den Kanaren unterwegs. Und vor Madeira wird die Amera und die Amadea zusammen sein. Mit Feuerwerk hoffentlich, wie man es gewohnt ist, eine traumhafte Silhouette. Und dann begibt sich die Amadea in die Karibik, 44 Tage
22 Tage jeweils ein Abschnitt. Und ja, dann geht es in das Mittelmeer, auf die Kanaren weiterhin, die anderen beiden Schiffe auch. Wir sind in Europa unterwegs diesen Winter. Alles ist im Seereisen 22 neu abgedruckt und man muss gar nicht so weit in die Ferne. Das und viel mehr gibt es zum Neustart an Bord von MS Amadea zu erleben. Dabei können die Gäste auch die Atlantic Shore Lounge genießen, welche nach der Werfzeit über eine neu installierte Lichtanlage verfügt, die die künstlerische Darbietung des beliebten Shore-Ensembles noch effektvoller wirken lässt. Eine wunderschöne erste Kreuzfahrt liegt hinter den Gästen. So gelungen sieht nun also das Phoenix-Flaggschiff nach der Werft aus und lässt Reiseträume wahr werden. Die Gäste können es kaum erwarten, wiederzukommen. Jedes Mal, wenn man zu Hause ist, denkt man, wann geht die nächste Reise los? Man packt den Koffer aus und denkt so, jetzt hast du noch so viel Zeit, dann kannst du ihn wieder einpacken. Das ist immer schön auf dem Schiff, ganz toll. Man isst gut, wenn man runterkommt oder oben bleibt, also das ist alles wunderbar. Das ist alles familienfreundlich und man hat viel Kontakt zu den Leuten. Es ist eigentlich alles spitze. Und das Essen, alles super. Ich kann nichts Nachteiliges sagen. Wir würden auch immer wieder mit der Amadea fahren. So soll es sein. Das Traumschiff fährt wieder und ist bereit für Ihren Besuch, liebe Gäste. Damit haben Sie beste Aussichten auf herrlichen Urlaubsgenuss und das vor allen Dingen ohne lange An- und Abreisen mit dem modernisierten Hochseekreuzer MS Amadea. Kommen Sie an Bord, wir freuen uns auf Sie, Ihr Phoenix Reisen TV-Team.